An der Schweizer Meisterschaft der Militärradfahrer in Basel startet als erste die Mannschaft der Solothurner Radfahrerkompanie 1-8. Gefolgt von der letztjährigen Siegermannschaft 3-8 mit dem routinierten Hans Hutmacher. Zum ersten Mal ist die Meisterschaft im Mannschaftsfahren mit einem weltmäßigen Schießen verbunden. Die Solothurner holen sich hier mit 4 Schüssen eine Zeitgutschrift von 5 Minuten und weiter geht das Rennen durch die von der Herbstsonne vergoldete Basler Landschaft. Wie viel Selbstüberwindung, wie viel Kameradschaftsgeist bei den über 40 Mannschaften. Mit einem Durchschnittstempo von 34,3 Kilometern bringen die Sieger die 79 Kilometer lange Strecke hinter sich. Es ist die Solothurner Mannschaft mit den Brüdern Baumli, Max Bolliger und Walter Groß.